Das Tongnat-Stadion in Ho Chi Minh-Stadt ist Bühne für den nächsten Auftritt der BVB-Legenden. Weidenfeller, DD, Koller und Co. sind zu Gast bei den Vietnam All-Stars. Gespielt wurden zweimal 35 Minuten vor rund 8500 Fans und Schwarz-Gelb begann gut und offensiv. Die sechste Spielminute, die erste Möglichkeit. Der Ball weitergesteckt zu DD, der einmal mehr mit einer eleganten Flanke und dann ist da gleich das Tor. Mladen Petric mit dem 1:0. Die Vorlage kam von David Odonkor. Noch einmal der Blick drauf. DD hat nichts verlernt. Was für eine Technik. Ein Genuss, diese Flanke sehen zu dürfen. Und dann schiebt Mladen Petric ein, wo er einzuschieben hat. Führung für den BVB. Jan Koller mit dem Ball für Marcel Schmelzer, der sein Debüt feiern durfte für die BVB-Legenden nach seinem Karriereende im Sommer. Schmelzer gibt den Ball noch einmal zurück und Koller dann um Reinhard mit dem nächsten Treffer. Die 13. Spielminute. Wieder der BVB im Angriff. Koller erneut als Vorbereiter und Odonkor mit dem Treffer. Der ehemalige Jugendspieler von Schwarz-Gelb bis 2006 dritter Jahr im Verein. Gegen nach der Weltmeisterschaft dann nach Spanien zu Real Betis. Und hier trifft er für die BVB-Legenden zum 2:0. Weiter immer nur Schwarz-Gelb, knapp 20 Minuten gespielt. Sie kombinierten frisch, fromm, fröhlich, frei. Und dann Odonkor fast mit dem nächsten Treffer. Guter Abschluss, satt getroffen. Leider nur am Tor vorbei. Elegant, wie das hier Petric und der Eingewechselte sie dann einleiten. Die 30. Minute und die Zeit war gekommen für die erste gute Möglichkeit für die Vietnam All-Stars, eine Mannschaft gespickt mit ehemaligen Nationalspielern, aktuellen Nationalspielern und Stars aus der Unterhaltungsbranche, so wie er hier, Khan Chris, der YouTuber mit der bis dato besten Möglichkeit, die Nummer 7 der All-Stars, scheitert aber zunächst an Weidenfeller und dann auch noch an DD, der hier gut zu retten weiß. Die 34. Minute, die nächste Chance für die All-Stars, ein satter Distanzschuss, aber wieder ist es Roman Weidenfeller, der am Ende parieren kann. Die BVB-Ikone, über 450 Einsätze für Schwarz-Gelb gemacht, zwei Meisterschaften dabei eingefahren. 2018 kam dann das Karriereende. Rein in Durchgang Nummer 2, Eva Nilsson. Der Brasilianer offensiv positioniert, dann über Umwege der Ball zu Odonkor und Koller, den kann er gerne machen und den hätte er zu seiner aktiven Zeit sicherlich auch gerne gemacht, der Tscheche mit der dicken Möglichkeit zum 3:0. Etwas überraschend, dann Minuten drauf, der Pfiff des Unparteiischen, er zeigt auf den Punkt, 11 Meter für die All-Stars nach diesem vermeintlichen Foul von Eva Nilsson. Die Zeitlupe zeigt, das muss man nicht unbedingt so sehen. Das übernimmt dann Lee Kong Vinh, der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft von Vietnam. 51 Tore in 83 Einsätzen mit dem Panenka und mit dem daraus resultierenden Tor. Am Ende nicht zu halten für Roman Weidenfeller. Die 60. Minute und Schwarz-Gelb wollte den anwesenden Fans hier bei tropischen Bedingungen am Westufer des Saigon-Flusses einen unterhaltsamen Abend bescheren. Und Mladen Petric setzt das um. 3:1, das nächste Tor, der Doppelpack für Petric. Der Stürmer vollendet diese gute Aktion von Odonkor, der die Übersicht hat. Komfortabler Zwischenstand, kurz vor Ende dieser Partie für die BVB-Legenden, doch damit noch nicht genug. Noch einmal eine schöne Kombination. Gutes Zuspiel von Kevin Großkreutz. Wieder für den schnellen Odonkor. Der hat diesmal Mosi dann auf dem Schirm. Scheitert zunächst zum ersten und dann zum zweiten. 4:1. Der Nachschuss sitzt zum Endstand auch dieses Benefizspiels zwischen den BVB-Legenden und den Vietnam All-Stars. Der Erlös dieser Partie geht an eine Jugendhilfeorganisation, die Waisen und Kinder unterstützt, die in besonderer Weise von der Covid-19-Pandemie betroffen waren und betroffen sind.
eine schöne Reise einmal mehr der BVB-Legenden, die hier in Ho Chi Minh Stadt ihren Höhepunkt fand.